Damn, 2020 ist vorüber und wir haben dieses Jahr so viele Leute verloren. Ich glaube, es wird Zeit, eine Tribute daraus zu machen, um meinen Respekt zu erteilen und diese gewissen Leute zu verewigen. Mann, wir gingen durch viel Scheiß durch. Ich hoffe einfach nur, dass 2021 besser wird. Ich hoffe es einfach nur. Kleine Schweigeminute für jeden, den die 2020 verloren haben. 2020 war ein verrücktes Jahr, so viele Tote, die es gab. Kobe, G.G. Bryant, Pop Smoke und Black Panther. Ihr habt uns alle zu früh verlassen, jedoch war es nicht eure Schuld. Ist doch krass, selbst Davy Prowse, Maradona und King von. Auch ihr seid welche, die zu früh starben. Speziell für Pop Smoke und King von. Euch wurde euer Leben durch kranke Bastarde genommen. Waffengewalt, Stress, Streit. In den USA sieht man bei sowas leider die Schüsse kommen. Ihr konntet nicht mehr rechtzeitig entkommen. Ich finde es eine Tragödie. Warum muss man bei Streit oder Neid zu Waffen greifen? Wieso töten meine Leute nur, weil sie mehr besitzen? Ich kann sowas leider nicht begreifen. Wann verstehen sie Menschen? Waffen bringen nur Leichen. Finden sie es witzig, anderen das Leben zu streichen? Jeder hat die Chance auf Erfolg. Jeder hat das Recht, das zu tun, worauf Bock hat. Warum lässt man Menschen nicht einfach in Ruhe? Wenn ihr Person nicht mögt, dann geht der Person einfach aus dem Weg. Wo ist das Problem? Diese Situationen oder Bilder anzusehen ist ganz schön unangenehm. Das gleiche ist bei Juice, selbst wenn er 2019 starb. Auch er ist so früh von uns gegangen und ich vermisse ihn Tag für Tag. Und selbstverständlich denke ich an ihn jede verdammte Nacht. Juice WRLD war wie ein Bruder für mich, der mich mit seiner Musik versorgte. Egal wie schlecht es mir ging, in seiner Musik fühlte ich mich geborgen. Ich hatte viele Sorgen, doch genau Juice nahm mir diese genannten Sorgen. Ich weiß, dass jeder genannte Mensch jetzt an einem besten Ort sitzt. Sie wachen über uns, selbst wenn du nach oben blickst. Und wenn du was benötigst, dann bin ich für dich erreichbar. Ich kann dich verstehen, in dieser Zeit ist es schwer, noch Motivation für das Leben zu finden. Ich weiß, das Leben kann einem ziemlich dolle ficken. Auch das Leben wird manche zicken. Wenn ihr doch jemand kennt, dem es sich gut geht, lass mich zu der Person schicken. Denn zu helfen kann man niemandem verbieten. Hilfsbereitschaft muss fließen, hört auf andere Menschen zu schießen. Meine Bitte soll international gehen, egal welches Land oder Kultur. Das geht dann ebenfalls an die Länder mit einer Diktatur. Egal welche Sprachkultur, ganz egal welche Temperatur. Und täglich spricht die Nachrichtenagentur erneut einen Todesfall in unserer Weltkultur. Ich frage mich, wann haben die Schießereien ein Ende? Wann kommt der Weltfrieden? Wir sind alles nur Menschen. All die Todesfälle, die durch Waffen passiert sind, ich kann sie alle nicht zählen. Macher treffen mich so hart, dass mir gewisse fehlen. All diese armen Seelen, die Kugeln konnten ihren Körper nicht verfehlen. Ich wünsche Ski-Mask, auch wenn er noch am Leben ist. Viel Kraft und an seine besten Freunde. Er fühlt sich so leer. Ich hoffe, ich mache ihm eines Tages ein bisschen Freude. Er hat um sich gute Leute, er tut mir im Herz leid. Auch Juice war jemand, der mir was bedeutete. Rest in Peace an alle, die uns verlassen haben. Wir werden euch nie vergessen. Gone, but never forgotten.